So, Kameramagier, lasst uns mal reingucken in das wohl geilste Feature, was uns DaVinci Resolve 17 beschert hat. Fusion-Effekte als Open-Effekte speichern. Also alles, was du in Fusion machst, kannst du jetzt als Effekt einfach so in die Timeline droppen. Schauen wir uns das mal an. Okay, in der Edit-Page oder auch in der Cut-Page, wie du es magst, kannst du hier unter Effekt-Library hier dir solche Effekte abspeichern und sie dann einfach auf deine Clips droppen. Und schon hast du hier deine Clips und unter Effects findest du sie auch. Dann hast du hier unter DSLR, kannst du dann alles eingeben und so weiter. Und wie man solche Teile erstellt, das gucken wir uns heute an. Und ganz nebenbei entsteht ein Super 8 Overlay, also das, was du jetzt hier so ringsrum siehst. Also, auf geht's. Aber bevor wir hier kurz reinspringen, ganz kurz noch zur Bedienung. Diese Effekte findest du nicht, wenn du hier in die Fusion Page gehst. Nee, dann der Effekt ist nicht mehr da. Der ist nirgendwo zu finden, der Effekt. Weil der on top auf den anderen sitzt. Quasi wie ein Adjustment Layer. Und um diese auffinden zu können, musst du in die Edit Page gehen. Oder in die Cut Page. Und dann hier im Inspector unter Effects hast du hier die Möglichkeit, das Ganze in Fusion aufzumachen. Denn wenn ich hier dieses kleine Fusion Icon drücke, dann muss ich kurz warten und dann öffnet er uns die Effektebene in Fusion. Und dann siehst du hier den Effekt auch wieder als Gruppe angezeigt und die kann man einfach mit Doppelklick aufmachen. Aber wir wollen ja sowas selber erstellen, also gehe ich zurück in die Edit Page und lösche das mal. Also gehen wir rein in Fusion und basteln uns so ein Overlay. Also wir gehen hier in Fusion und das ist ja das, was ihr auch immer schon kennt. Na, dann hole ich mir eine Merge, weil das soll ja auf unserem Clip drauf liegen. Und als nächstes mache ich zuerst mal den Rand, also den Rahmen. Ich suche mir also ein Rectangle Tool und erhöhe die Width und die Height. Dann mache ich das Ganze noch ein bisschen rund. So, und ich erhöhe ein bisschen die Soft Edge. Und wie die Rectangle Node funktioniert, das wisst ihr ja. Alles das, was weiß ist, wird angezeigt. Deswegen will ich das Ganze invertieren. Und wenn ich mir jetzt einen Background raussuche, und zwar hier, einen schwarzen Background und den hier drauf ziehe, dann haben wir genau das als schwarzen Background. Okay, und den fügen wir hier ein. Damit haben wir schon mal einen Rand. Bäh, langweilig, ne? Okay, klassische Super 8 Overlays haben hier drüben noch so einen kleinen Büppus, der raussteht. Und den können wir ganz einfach erstellen, indem wir richtig noch ein Rectangle Tool nehmen. Wir nehmen ein Rectangle Tool und schieben das auf 0 in der X-Achse und machen das kleiner, kleiner, kleiner und machen die Width auch kleiner, kleiner, kleiner und erhöhen den Corner Radius bis sonst wohin. So, und das kannst du jetzt einfach hier mit Shift gedrückt halten, einfach in den Flow setzen und damit wird es hinzugefügt. Yay! Und jetzt können wir das noch machen und tun, wie wir wollen, aber auf geht's zum analogen Damage. Der analoge Damage soll ja auf unserem Bild sein und nicht auf unserem Overlay. Und deswegen müssen wir den analogen Damage hier vorne, vor der Merge einfügen. So, und mit Shift Space suchen wir mal nach analog. Analog Damage. Bam. Den fügen wir ein. Und zwar genau hier. Okay, und diesen Analog Damage, den haben sie jetzt neu in Fusion gebracht, beziehungsweise gab es den vorher nur ein bisschen anders. Und da können wir hier oben zwischen verschiedenen Presets auswählen, zum Beispiel Early Television. Mir persönlich gefällt am besten die alte VHS-Kassette so richtig schön mit Noise und so richtig schön mit Sprüngen auch. Sehr lustig. Und man kann den natürlich auch hier unter V-Shift animieren, indem du dann einfach hier mit Rechtsklick draufklickst, Modify With und dann einfach mal Shake auswählst. Und jetzt können wir das Ganze mal so ein bisschen hin und her springen lassen, indem wir die Parameter hier ändern und die Smoothness runternehmen, weil je niedriger die Smoothness, natürlich umso ruckliger das Bild. Und mit dem Minimum und Maximum steuere ich jetzt quasi, wie weit der driften darf. Je größer die Spalte hier, umso stärker der Wackler. So, ich ziehe das mal ein bisschen runter. So, fertig. Jetzt haben wir unser Overlay quasi gemacht. Und jetzt geht es daran, das ganze Ding als Preset zu exportieren. Und dazu müssen wir das Ganze in ein Makro umwandeln. Wir markieren uns jetzt also alles außer dem Media In und dem Media Out. Markieren alles mit Rechtsklick drauf, Makro.
Create Makro. Ein Makro ist quasi genau das, was wir jetzt haben, zusammengebündelt in ein für die Edit Page lesbares Format. Aber damit die Edit Page weiß, was sie auslesen darf und soll, müssen wir das Ganze jetzt hier anwählen. Das, was du jetzt machen möchtest, ist folgendes. Du möchtest durch die einzelnen Nodes durchgehen und angucken, welche Parameter möchtest du für die Edit Page freigeben zur Bearbeitung. Und diese Parameter, die du jetzt hier anhakst, die werden dann auch nachher in der Edit Page unter dem Effekt-Tab angezeigt und die kannst du dann auch bearbeiten. Keine Sorge, wenn du dich am Anfang ein bisschen überwältigt fühlst, das ist ganz normal. Geh einfach ganz ruhig durch, welche Nodes wirklich die sind, die wichtig für dein Preset sind und wähle diese aus. Ganz wichtig ist, dass die Node, in die das Media-In reingeht, das braucht die Source und die Node, aus die das Ganze rausgeht in den Media-Out, die braucht den Output angewählt, weil ansonsten funktioniert diese gesamte Kette am Ende nicht. Aber glücklicherweise macht DaVinci Resolve das automatisch, wenn du deine Nodes auswählst und als Makro speichern willst. Die rot leuchten, da wurde was ausgewählt, was auf der Seite von der Edit Page bearbeitbar ist. Bei dem Analog Damage ist die Source, also hier der Input, ist quasi das, wo dann das Ganze connected wird. Also deswegen braucht es hier die Source, weil der Analog Damage, der geht hier ja rein. Ne? Der geht hier unten rein. Und wenn du nicht sicher bist, was du genau freigeben willst, kannst du auch immer noch mal Doppelklick auf eine Note machen und dann hier mal gucken, was du den freigeben willst. In meinem Fall möchte ich zum Beispiel den Modifier freigeben, und zwar den Shake Modifier, der hier auf dem V-Shift liegt. Und da will ich vor allen Dingen die Smoothness, und die benenne ich um in Jitter. So, dann möchte ich hier das Minimum und das Maximum auswählen. Okay, manche wollen vielleicht, dass das Overlay weiß ist, deswegen würde ich hier einfach mal im Background die Color auswählen. Also Overlay Color. Und im Rectangle 1 möchte ich die Border Width auswählen, weil wenn ich jetzt hier mit der Border Width spiele, ne, dann wird das Ganze vergrößert und erweitert. Das ist quasi viel einfacher für die Leute einzustellen. Deswegen möchte ich die Border Width anpassen. Und im Rectangle 2 möchte ich Folgendes anpassbar machen. Hier unter Controls meine Width and Height. Das nenne ich Knob Width Knob Height. So, die wähle ich aus, die will ich mit bearbeitbar machen in der Edit Page. Und ganz wichtig im Merge, also hier das, was in den Media Out geht, da möchten wir auf jeden Fall unseren Output anwählen, ja, dass der ausgegeben wird. Jetzt klicke ich auf Close und damit fragt er mich, wohin ich das speichern will. Save Changes Makro Tool 1. Yes. So, und jetzt müssen wir das ganze Ding in einen ganz speziellen Ordner packen. Und ich zeige dir gleich, wo du den genau findest. Aber der ist unter Support, Fusion, dann Templates, Edit und jetzt hier unter Effects. Und da kannst du dir das Preset abspeichern, was ich dir jetzt hier gebaut habe. So, Super 8 Look Setting. Speichern. Und das nächste Mal, wenn du DaVinci Resolve aufrufst, findest du das Ganze dann hier unter Effects. Okay, das Settings-File gibt es jetzt unten in der Beschreibung zum Download, damit du auch mal damit spielen kannst. So, wenn du nicht weißt, wo du das Preset hinspeichern sollst, dann klickst du hier in Fusion auf die Effekt-Library, gehst auf Edit Templates, machst hier das Ganze auf, gehst dann auf das, wohin du es speichern willst, also Effects, Generators, Titles, Transitions, gehst hier unter Effects, klickst auf die drei Punkte hier oben und auf Show Folder. Und damit haben wir hier schon unseren Super 8 Look und damit weißt du, wohin du es speichern kannst. Und wenn du noch mehr Templates haben willst, dann schau doch mal auf meine Webseite unten. Da habe ich dir noch viel mehr Templates und Project Files verlinkt zum Durchstöbern für Fusion. Und ich wünsche dir sehr viel Spaß damit und ich hoffe, du teilst auch mit der Resolve Community deine erstellten Effekte. Ich wünsche dir sehr viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.